journey so far? In the Foundry, a powerful guardian. Its heart corrupted, its purpose thwarted. Only life can drive back such sorrow. Adard was lost, and darkness came upon the horsemen. Jo, und damit moin moin und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, bei Darksiders 2. Wo wir in der letzten Folge noch viel rumgeeiert sind, ganz große Überlänge aufgenommen haben. Ach ja, und ich bin gerade im absoluten Oberstress, man kann es sich gar nicht vorstellen. Und ich brauche jetzt gerade mal echt eine Pause und die mache ich gerade mit euch hier schön bei Darksiders. Gemütlich chillen, eine kleine Runde Pause machen und dann hoffe ich, dass das hilft. Wir werden mal eben die Schnellreisefunktion bemühen, weil ich in dieser Folge noch ein paar Sachen schaffen will. Hier unten ist noch eine Schatzkiste, die ich nicht habe. General Items, Orin. Vielleicht komme ich da noch nicht ran, vielleicht war das mit dem Teleport-Ding, ich kann mich nicht erinnern. Ich will dahin, kann ich dahin schnell reisen? Ja. Die Wormholes. Ich habe nämlich beim Durchschauen meiner letzten Folgen so zwei, drei Sachen noch gesehen. Bevor wir also weitermachen, will ich die noch ausprobieren. Manchmal hat man ja auch Tomaten auf den Augen, wenn man Let's Play, das ist ja echt so. Und da habe ich noch ein, zwei Sachen gesehen, die ich noch kurz machen und tun will. Oder zumindest probieren will. Nicht, dass mir nachher nachgesagt wird, ich sei wieder eine schludrige Ente, was ich natürlich bin. Aber zumindest kann ich dann sagen, naja, ich habe es versucht. Und zwar wollte ich... Kann ich da von da so dahin, wie ich da denke, dass ich dahin will? Ich weiß es nicht. Könnte ich hier da lang? Muss ich hier lang? Ich muss mal gucken. Ich muss mal eben gucken, wie man da wieder hinkam. Ich weiß es gerade nicht mehr aus dem Kopf. Aber ich glaube doch, hier bin ich schon richtig. Ich glaube, ich wollte hier lang. Ja. Und dann wollte ich genau hier lang. Genau. Genau, da waren wir das letzte Mal nach oben gegangen, haben da oben die Seite des Buchs der Toten genommen, aber wir haben überhaupt nicht geguckt, ob hier was im Wasser ist. Das ist mir nämlich aufgefallen. Und das sieht mir aber glatt so aus, als wenn, Moment, als wenn ich die richtige Taste erst finden müsste. Als wenn ich hier unten was übersehen hätte. Na guck, das ist ja schön. Hallo? Runter mit dir. Der gute Tod wollte nicht tauchen. So, und jetzt schauen wir mal, was es hier unten so gibt. Auf jeden Fall einen sehr, sehr langen Weg nach unten. Dann kann man hier auftauchen. Und was gibt's hier? Och, das sieht ja hübsch aus da hinten. Mal sehen, ob ich so auch noch kann. Ich habe jetzt eine ganze Zeit lang auch gar nicht so richtig gezockt. Och, das ist ja hübsch hier unten. Oh. Okay, ich glaube, dich habe ich letztes Mal auch besucht, oder? Die Taste. Ich muss zuerst die richtige Taste finden. Das ist die Taste, die mir wirklich am weitesten... Oh, Kacke. Der ist nicht ohne da an der Stelle. Vielleicht mal im Gule rufen? Ah, ich glaube, die Gule bringen es da nicht so. Oh, hier ist auch eine Schatzkiste. Oh, der hat gesessen, der Treffer. Wie kann ich diesem Ding denn ausweichen? Gar nicht, okay. Heiltrank. Ich denke, da kriegen wir bestimmt einen zurück, aber der Kampf erweist sich als machbar. Denke ich. Aua. Oh, das wollte ich nicht, das war dumm. Alter, wie man diesem Ding ausweichen soll, ist mir allerdings auch noch ein Rätsel. Einmal Energie auffüllen, so. Na, wenn man erstmal an dem dran steht, geht's. Und dann nochmal so. Und zack. Ah, da hat sich das schnell durch den Heiltrank kriegen wir auch wieder. Sehr schön. Loot. Oh, und wir haben eine Legendary Weapon in unserer Inbox. Ja, das war das andere, was ich noch überprüfen wollte. Das stand nämlich vorher schon, mal. Erstmal Kiste aufmachen. Schon mal irgendwo. Und ja. Das war das andere, was ich noch überprüfen wollte, dass ich dieses Item, glaube ich, nicht überprüft hatte. Ja, cool. Dann fängt die Folge ja erstmal richtig erfolgreich an. Haben wir einen der Bosse ja zumindest gefunden. Oh, ich höre hier was. Da oben. Falsches.
Ja. Wieso? Ah. Ah, oh, ein Powerstone Bite. Alles klar. Ja, was die wohl machen? Man weiß es nicht. Sehr schön. Ja, das hat sich doch schon mal ausgezahlt, dass wir das jetzt gemacht haben. Dann würde ich sagen, machen wir auch jetzt hier wieder die Schnellreise an. Und World Over Map. Und gehen mal eben schnell nach Trüstone. Gucken in den Endbox und gehen zu Thay. Hi. Hier, den haben wir. Gold has passed into the earth. Then we have lost one of our greatest allies. Now, what will you kill next? Erstmal gar nichts, aber wir kriegen von dir Experience. Und das finden wir sehr, sehr nice. Experience is very good. Ja, wir brauchen dringend ein paar Level, damit wir mit Level 17 dann auch nochmal den großen, das komische Elementar aufräumen können, dass das beim letzten Mal nicht geklappt hat. So, jetzt gucken wir mal hier in unsere Inbox. Hallo Inbox. Ah, ein Gift von Vulgrim und ein Gift von Anominos. Was ist das? Okay, wir haben irgendwie eine Quest, eine Invite, also eine Einladung, dass wir einen, dass wir im Crucible irgendwie kämpfen können. Okay. Und was ist das hier? Okay, und Vulgrim hat uns ein Item geschickt, wir haben aber keinen Ruhm dafür. The Fool. Okay, wenn ein neues Abenteuer beginnt, ist alles unbekannt. Der Reisende beginnt als der Narr und erhält Wissen, während sich sein Pfad ja offenbart. Der Crucible, der Schmelztiegel, ist auf der Weltkarte unlocked. Ach echt? Und mit dieser Karte kann man den Sender herausfinden und was sie wollen, wir wollen. Okay, interessant. Gucken wir gleich rein. Jetzt müssen wir erstmal zu den Items. Na? Ach, das Menü ist ein bisschen verwirrend. Das sind vor allen Dingen die Secondary Weapons, wo wir wieder das Problem haben, dass wir nichts unterkriegen können. Haben wir die schon durchgefüttert? Nein, haben wir nicht. Dann füttern wir da jetzt mal ja, den Buckler of Shock rein und meinetwegen auch noch hier die Claws of Inferno. Oh, kriegt er schon Level up. Dann mach mal Health per Kill, das finde ich nice. Und dann haben wir erstmal zwei Slots wieder frei. Und dann können wir die Legendary Weapon von Vulgrim ja wohl mitnehmen. So. Gorewood Maul. Ach, das war mal ein Teil von Gorewood, den wir gerade umgehauen haben. Haha. Und ist aus seinem Herz geformt worden. Und wir kriegen etwas von der legendären Stärke, die das Ding mal hatte. Okay. Und damit können wir Leute wie in, quasi in den Wind schlagen. Okay. Gucken wir uns mal ganz kurz an. Von den Werten her auch und so. Kann man die eigentlich upgraden? Nein, die kann man nur, kann man noch nicht mal droppen. Macht gewaltig viel Schaden, hat Knockback Power, hat Strength Bonus, macht keinen Frost Damage, kein Critical Damage, ist Level 10, ist nice. Da auf dem anderen Ding Strength drauf liegt und hier halt, obwohl das Strength Bonus plus 100%. Weiß nicht, wir equippen es einfach mal, komm. Ich benutze die Sekundärwaffen ja eh nicht ganz so oft, aber sieht schon heiß aus. Okay, dann würde ich sagen, ich will ja eigentlich auf der Karte weiter, aber jetzt werden hier so viele coole Sachen freigeschaltet. The Crucible wurde freigeschaltet, das ist doch, nee, das ist The Cauldron? Dann war das gar nicht The Crucible, wo ist denn The Crucible? Ach, da hinten. Dann schnell reisen wir da doch mal hin. Da waren wir doch auch schon mal, oder? Huch, nee. Okay. Keine Ahnung, was das hier ist. Wir gucken es uns mal an. Dumpti-dumpti-dumm. Sieht auf jeden Fall. Ah, I see you got our little invitation. Welcome then to the Crucible! Here, the strongest are tested and the weak are destroyed. Okay, geil. Voll episch. Gut, es scheint sowas wie eine Arena zu sein, wo man kämpfen kann und die Schwachen werden vernichtet und die Starken werden getestet. Mhm. Hi. Was ist das hier?
Let me explain the rules, of which there are few. The more creatures you defeat, the deeper into the Crucible you'll go. At intervals, you'll be offered a reward. If you take the reward, you must exit. If not, you may continue. But if at any time you fall, you will earn nothing. Oh, and one last thing. No one has ever finished the Crucible. Besides me. Do you wish to enter? Aha, okay. Der Crucible ist so eine Art Kampfarena. Wir werden also immer mehr Monster hier zu Gesicht bekommen. Nach bestimmten Wellen bekommen wir dann sozusagen eine Belohnung und wir können die Belohnung nehmen und gehen. Oder wir können weitermachen. Und wenn wir aber irgendwann besiegt werden, kriegen wir natürlich gar nichts. Und es hat noch außer ihm noch keiner geschafft, das Ding zu schaffen. Ich würde sagen, komm, wir gucken uns das diese Folge nochmal an. Ich würde sagen, wir versuchen mal, ob wir bis zum ersten Reward kommen und nehmen den mal mit. Ich schätze mal, das ist eine Sache, die wir auch... Wow, wir sind Level 15. Ich denke, das ist eine Sache, die man auch mit später mit höherem Level tatsächlich sinnvoll machen will. Und insofern, wir gucken mal rein, wir fangen mal an. Und ich hoffe, dass sich dabei was rausholen lässt, aber ich mache euch noch nicht zu viele Hoffnungen, dass wir jetzt zu weit sind. Ich würde jetzt, im Moment ist mein Plan, wir machen mal so, bis wir vielleicht versuchen mal, ob wir aber bis zur ersten Belohnung kommen können und ob wir an der Stelle dann erstmal, wow, ja, das war gut. Da hätte ich hier den machen müssen. Aber da bin ich so schnell nicht drauf gekommen. So. Mobs sind tot. Yay. Kriegen wir dafür eigentlich Erfahrung? Wir gucken mal kurz. Das würde mich interessieren. 1979. 1979. Welle 2. Oh, ich brauche mehr Wrat. Oh, das sah geil aus, wie ich dann noch gerade vor der Attacke weggedasht bin. Das war cool. Oh, hier passiert viel. Ich sehe nichts. Aber mein Lebensbalken sagt, alles, was passiert, ist gut. Überhaupt keinen Überblick. Ich mashe jetzt mal Buttons. Ah! So. Wow. Da habe ich euch beide im Lock. Nach euch beiden kann ich auch checken, ob ich Erfahrung bekommen habe. Hehe. So. Nee, habe ich nicht. Okay. Wäre aber auch komisch, wenn man hier jetzt Erfahrung bekäme, dann könnte man sich hier ja totleveln. Aber okay. Das Erfahrungssystem dieses Spiels ist mir noch nicht so ganz schlüssig. Na? Oh, aua. Wow, aua. Viele, viele Gegner. Ich versuchte gerade ganz kurz in die Sekundärwaffe rüberzugehen, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Rums. Na, die macht auch nicht so mega viel Schaden. Oh, geil in die Kombo rübergegangen. Die standen da gerade so gut, dass ich gesehen habe, ich musste jetzt den Mega-Slash machen. Das war cool. Ich bin cool. Auf jeden Fall cooler als jetzt beim letzten Bossfight, wo ich ja voll verkackt habe. Also bei dem, nicht bei dem Gorwood, sondern bei dem großen Koloss, wo ich echt überhaupt nicht wusste, was die von mir wollen. Au. Und, ja, jetzt fühle ich mich wieder ein bisschen besser in meiner Haut hier. Haha, Button mashen, Monster töten, ich habe wenig Leben. Egal. Ich vermute mal, wir müssen bis Wave 5 kommen, bis wir die erste Belohnung abgreifen können. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Sieht nicht so gut aus. Wow! Da ist ein großer Kollege dabei. Da habe ich keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Versuch mal jetzt nicht ein bisschen hochzuleachen mit dem Teleport-Slash. Was ja das ganz Positive am Teleport-Slash ist, dass man das damit kann. War gar nicht knapp. Oh, er hat mich aber trotzdem getroffen, sehe ich gerade. So wenig Leben, wie ich hier noch habe. Ich habe jetzt keinen Bock, hier eine Heilpotion zu verschwenden, wenn ich ehrlich bin. Naja, was heißt verschwenden? Erstmal den. Ja, jetzt macht er gerade Pause. Das ist gut, da können wir ein bisschen draufhauen. Zack. Oh. Okay. Gut, wir haben gesehen, was hier geht. Wir sind, glaube ich, noch nicht so ganz auf dem richtigen Level dafür. Okay, dann würde ich jetzt sagen,
komme von hier nicht auf die World Map. Wieso komme ich nicht auf die World Map? Ich will auf die World Map. Wie komme ich hier wieder raus? Ah. So. Nein, du bist für ewig hier gefangen. Tree of Life? Da waren wir doch noch gar nicht. Liebes Spül, hier waren wir noch gar nicht. Nimm uns nicht irgendwas vorweg. Aber gut, hier im Tree of Life, das ist jetzt der Plan, schauen wir uns beim nächsten Mal genauer um, würde ich sagen. Liebe Leute, ich bin die Zementente, bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, ihr habt an Darksiders 2 genauso viel Spaß wie ich. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns jetzt hier mal den Tree of Life angucken. Das hatte ich sowieso für diese nächste Folge geplant. Bis dahin wünsche ich alles, alles Gute und sag ciao, ciao.